Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ja die Updates kommen jetzt auch nicht so mehr schnell und ich habe halt viel zu tun mit anderen Projekten und werde jetzt einfach noch ein bisschen zeigen, wie ich einen neuen Charakter hochspiele, weil ich jetzt auch nicht mehr so drin bin bei einem anderen Charakter. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil man immer wieder neu skillen muss, weil immer wieder die Skilltrees von den verschiedenen Skills resettet werden. Aus irgendwelchen Gründen, was die Entwickler ja nicht sagen. Kann ich auch nicht sagen. Also, jetzt geht's einfach weiter mit einem neuen Charakter halt wieder. Immerhin macht es Spaß, wieder einen Charakter zu beginnen in diesem Spiel. Weil es relativ schnell geht, bis man wieder oben ist. Und dann auch einfach drin ist. Sonst ist man nicht immer drin. Und hat dann einfach so das Gefühl, man ist ein bisschen verloren in diesem Spiel, weil es einfach nicht so zack, zack geht mit dem ja wieder reinkommen und alles Mögliche. Ja, diesmal Blut. Weil ich mehr Blut liebe als Gift Beastmaster. Ich habe ja einen Gift Beastmaster auch mal ausprobiert. Scheinbar ist er mega broken. Aber der Blut-Ding ist wahrscheinlich noch ein bisschen gebrokener. Und das ist optimal für den Einstieg wieder. Also, hat echt. Das ist noch nicht so ein durchgekautes Spiel. Also es gibt halt immer wieder ein paar Breaks und alles Mögliche. Und wieso nicht, wenn man so wenig später am besten das ausnutzen, indem man den Weg nimmt, der am besten klappt. Und nicht irgendwie, ja, ein Bild spielt, der man sowieso nicht liebt und gern hat. Weil ich bin einer, der lieber ein bisschen einfacher ein Spiel hat als schwer. Und deshalb bin ich auch erfreut, ob dennoch immer die Herausforderungen zu klar suche. Aber es muss ja nicht immer unnötig schwer sein. Eher unnötig einfach. Weil man hat ja trotzdem die Herausforderung, also vor allem ich auch mit dem ADHS, also mit dem Asperger-Syndrom, da bin ich schon lieber einfach vom Spiel weniger geplagt als vom Charakter her. Also dass der Charakter eher lieber ein bisschen schwächer ist, aber das Spiel nicht. Und wenn dann ein Spiel ein bisschen zu komplex und zu viel nervt, dann habe ich es gerne, wenn einfach der Charakter auch ein bisschen leichter ist. Aber zum Beispiel Champions of Regnum ist völlig cool zum Chillen. Das liebe ich jetzt momentan besonders sehr. Man kann eigentlich ziemlich gut chillen und hat es trotzdem noch schwer genug. Das ist eigentlich ziemlich gut. Aber es bringt mich auch irgendwie den Mais gut, weil es halt auch immer so extrem unbalanciert ist und broken ist. Und das hoffe ich einfach jetzt auch nicht mehr so in Last Epoch zu haben. Also es ist leider noch so, aber ich meine einfach, das Spiel muss halt auch mal endlich fertig werden. Die sollen nicht immer wieder neue Sachen einfügen, ohne dass es fertig gemacht wird. Dann habe ich natürlich auch wieder mehr Spaß am Spiel. Ich kann viel mehr Let's Play Parts hochladen. Aber es ist nun mal, ja, es ist nur ein Gelegenheitsspiel für mich. Es ist schon ein bisschen häufiger, aber Aufnahmen kommen halt nur gelegentlich. Ich kann nicht mehr als zwei Projekte machen. Dort und nicht so Full-Time-Let's-Player, das wäre ja ein Viertel-Time-Let's-Player. Aber wenn ich dann wieder erfolgreich werde, kann ich dann auch wieder mehr investieren. Aber dann muss ich ja wieder schauen, dass ich wieder in jedem Spiel rauskomme. Also, ja, wie ihr seht, wir greifen mit Sweep an, damit die Bienen spawnen. Die machen recht viel Schaden, halten aber halt nichts aus. Und die Wölfe machen den Rest, die sind recht stark. Wir können leider momentan noch nicht einen Säbelzahntiger extra noch holen, sonst wird ein Wolf gelöscht wieder. Und deshalb müssen wir halt einfach mit den zwei Wölfen klarkommen. Die sind ja auch geskillt. Säbelzahntiger ist nicht geskillt. Das zeige ich euch. Der ist noch nicht drin. Ja, wir müssen noch mehr Slots freischalten. Level 18 ist, glaube ich, der nächste Slot. Und wir sind, denke ich mal, bald Level 18. Das ist richtig. 14, ja, es geht schon. Okay.
Ja, und der Chill. Der B ist eigentlich echt chillig. So. Ich liebe ja das Spiel eigentlich auch so ziemlich. Nur im. Ja, immer das wieder reinfuchsen ins Keytree und so. Das Ausprobieren mag ich nicht so. Bin ich zwar einer, der gerne immer wieder etwas überlegt, wie man es geht und so. Eigentlich schon immer so geskillt bleiben, aber wenn die immer die ganze Zeit Updates machen müssen, also das Skilltree wieder resetten, dann machen immer so kleine Mini-Hotfixes, weil einfach das Skilltree dann wieder nicht gebaut ist, wieder die Skill verloren haben. Ja, dann ist natürlich das schon echt nervig. Machen wir mal einen Unzip-Curl. Und das wollte ich machen. Schauen, ob jetzt auch noch geskillt ist. Also man sieht leider auch. Ah. Jetzt. Man sieht, dass nicht Punkte drin sind. Also, eigentlich steht ja unten, ja, es sind Skilltree verfügbar. Also, ein Skillpunkt, dann steht eine 1. Aber manchmal muss man auch in die Dinge. Also, es ist recht verbuggt, oder? Es ist immer wieder so heftig verbuggt. Das ist hier. Geht. Es ist einfach auch ein bisschen, ja, schon nervt. Oder? Immer wieder neu zu skillen. Man spielt halt nicht so oft. Ich sehe immer wieder nur Spiele, die ein einziges Spiel spielen, dafür zu viel. Das ist einfach doof. Man kann auch weniger sein, oder? Dass man einfach zu viel suchtet an Spielen. Das ist einfach diese Riesensucht, die ja, das nervt und deshalb gar nicht so viel Sucht in Game. Weil ich ja auch nicht will oder muss. Ich habe jetzt nicht so viel, deshalb eher wieder auf den kein Wolf mehr, nur ganz links gehen. Weil sie auch ein bisschen stärker, Zerbe, mehr Leben haben, ist das gut. So, jetzt sind wir auch hier schon. Jetzt können wir wieder in diesen Saudo-Dungeon gehen. Also, ist auch schwer für diesen Kampagnenstand, aber ich mache ihn immer gerne sofort, weil ich dann später nicht mehr muss. Ja, das weil es ja am Tempelende des Aktes da noch schwieriger wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt der erste oder der zweite Akt ist, weil man sieht ja nirgends, ja, der zweite Akt beginnt, oder? Aber ich denke, es ist immer noch der erste Akt, bis man dann durch diesen Tempel ist. Ganz rechts ist von dieser Zeitzone. Ja, nicht ganz rechts, aber ganz rechts. Ja, und es ist auch viel einfacher, aber wir sind halt Nahkampf, wir bekommen immer sehr viel Damage über. Und zwar viel HP, aber nicht auch. Ja, es ist manchmal echt nervig, wieder aufpassen zu müssen, damit man nicht stirbt. Das Spiel kann bleiben. Ich rushe einfach jetzt auch mehr durch, weil ich ja wenige Zeit habe, zum ja, die Gebiete auch abzuklappern und so weiter. Kommt das übernächste Gebiet, dann die rechte Seite, also nicht hier in die Höhle. Ist ja mit 3 Quests, aber ziemlich umfangreich. Möchte ich schon schnell durchkommen. Attack Speed ist wichtig. Und einen hier, dann ist 6 und 6, ja. Dann machen wir noch das wahrscheinlich. Das ist auch 8, dann kann ich einen Punkt hier rein. Noch mehr Damage ist gut. Taste gesucht. One hit. Ja, ist schon verdammt stark. Für mich müssen Action nur sein und nicht unbedingt so mega schwer sein, dass man echt an den Gegnern beißen muss und so. Und
einfach im Endgame möchte ich es dann natürlich auch schwerer haben, das ist klar. Aber wenn man durchrusht, möchte ich es eigentlich so einfach wie möglich haben. Aber man will ja die Freude am Charakter auch nicht verlieren. Hier richtig, glaube ich schon. So genau. Ja, und diesen Schrei von den Wölfen setze ich gar nicht an. Gegner, dass sie so schnell wie möglich da sind. Das ist sogar schneller als eine Liebe. Jetzt kann ich mal kurz gegen das nervt. Und auch bei den Golems auch, aber sonst eigentlich. Hallo. Bitte macht Auto einsammeln in diesen Teilen angezeigt. Die Tücke wieder verbauen und machen das nicht. Das ist das Nervigste. Das braune Gut abzusammeln. Ja, sicher, ja, ist broken. Ja, die Bären sind so broken, die können teleportieren und angreifen gleichzeitig. Da denkst du dir nur, hey, was hat der Typ eigentlich gemacht? Gegner also. Auch wieder Höhen. Und das Problem ist einfach, diese verschiedenen Skills immer richtig einzusetzen. Vergesse ich noch manchmal nach einigen Tagen nicht mehr gespielt. Dass man eigentlich immer wieder den Charakter neu lernen muss, wie er funktioniert beim Skillen. Also beim Skill ausführen. Und ja. Das ist natürlich schon ja, ein bisschen blöde, wenn man halt jetzt auch nicht so viel los hat, den Bock zu spielen, aber zeitlich halt einfach Probleme hat. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich würde es ja gerne, unbedingt gerne mehr spielen. Ich komme aber nie so richtig rein, weil jetzt momentan auch hier Wolken spiele. Wolken kann ich leider auch gar nicht als Let's Play machen. Bei mir funktioniert einfach mal gar nichts. Oh nein, jetzt habe ich den geschwommen. Mach den Tiger mal weg. Weil den kann man nicht zurück befördern, also wegschicken. Er bleibt einfach immer. Und das ist auch doof eingestellt. Dass man keinen Wolf nochmals dazu spawnen kann, damit der Säbelzahntiger weggeht. Was wir verwenden ist dann noch der Raptor und den Säbelzahntiger später. Aber der ist nicht so stark mit Blut. Der Raptor ist viel stärker, deshalb nehme ich den. Dann einfach ein Skill den jetzt noch nicht. Der lieber den Raptor. So, in die Höhle. Werde endlich fertig. Die Monster sind manchmal einfach ein bisschen zu OP in dieser Höhle. Für den Kampagnenstand. Die Einzelne gedrückt. Die Entwickler müssen einfach mal lernen, dass die Skills auf die Zahlentasten kommen. Und nein, auf die QWERT-Tasten. Nicht auf die Zahlentasten, ich bin jetzt gewöhnt an die Zahlentasten mit Ringen. Jetzt muss ich wieder die W-Tasten, W-E-R-T-Tasten drücken. Ja. Aber eben positiv ist ja, dass man jetzt auch so richtig ein kompaktes Spiel hat, wo man eigentlich ja recht vorwärts kommt, auch wenn man nicht so viel spielen kann. Trotzdem auch ein bisschen umfangreich ist, also es auch schon Ewigkeiten geht, bis man endlich Level 50 ist und so weiter, wenn man jetzt nicht so viel zocken kann. Ja, zum Beispiel Path Exile, da kann ich, habe ich einfach mal manchmal die Motivation gar nicht durch die Akte zu rushen, weil es einfach zu viel lange geht. Es geht ja mindestens 1 oder 2 Stunden, bis man durch den ersten Akt ist. Die anderen Akte sind ja größer und schwieriger. Darum ja, geht es einfach länger. Und
hier im Last Epoch ist man eigentlich auch so zu 2-3 Stunden durch alle Akte durch. Wenn man jetzt einen guten Bild hört. Und auch, dass man eigentlich jetzt nicht so viele Features hat. Also, dass man eigentlich relativ gut auf das Leveln und so konzentrieren kann und jetzt nicht immer wieder craften müsste oder ja, andere Sachen machen müsste, wie zum Beispiel Delfen oder Labyrinth machen. Das Labyrinth, immer das erste Labyrinth, ist für mich so langweilig, dass ich einfach dann aufhöre mit dem Spiel, mit dem Bild. Wenn es einfach zu langweilig war, man einfach zu viel zu verbessern hat, wenn man beim Boss nicht so gut weiterkommt. Diese Blöde da, der ja, der Boss. Schon lange nicht mehr gespielt. Und ja, so Games wie Wolken mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist schon fast zu jetzt hat das Wort. Zu casual, genau. Und ja, ich möchte lieber Hardcore-Action-Runden spielen, wie zum Beispiel Path of Exile, aber nicht so konnte. Lieber so ein bisschen. Ja, so spiele ich jetzt das momentan auch als einziges Action-Runden-Spiel. Nehmen Wolken einfach zum Antesten, Wolken. Aber ich mag es überhaupt nicht spielen. Nicht so richtig rewardless. Nicht belohnt, man bekommt jetzt nicht unbedingt viel bessere Drops über und so. Unbedingt noch 4, 3, 7, 8, 15, 6. Ich habe 2 zu viel. Oh, das geht. 2 nochmal rausholen. Ja, ich brauche ja nicht unbedingt. Ich habe schon gemerkt, da oben steht ja, könnt ihr jetzt umlocken. So, jetzt macht ihr mehr Schaden, ne? Die Wölfchen. Ich habe 100% mehr Minion Damage, das ist schon gewaltig. So, also Nummer 2 raus. Ah, bitte nicht lecken. Diese Kackstadt. Und dafür hier rein stecken. Ja. Stärke zuerst. Ja, Sevenshi nehmen wir nicht. Oder ja, eher defensiver als das andere. Prima. Schauen wir mal, was der Shop-Ding hat. Die kaufen immer öfters Unix, aber die Monster droppen kaum noch Unix. Ich weiß nicht, was das für eine Überlebung ist. Irgendwas zwischenzeitliches. Dummheit. Schlecht überlegtes von den Entwicklern. Und immer das Problem, dass man halt einfach bis ins Endgame kam, wo ich halt es findet. Hat Wolken übrigens auch. Bis man die Stadt bauen kann, findet man kaum Items. Dann, ja, immer noch extrem wenig und ja, das motiviert einfach nicht. Also ich finde Last Epoch auch, genauso wie die Metacritic 68 hat, auch nicht ganz so gut. Obwohl es so recht gehypt wurde. Wieso wurde das jetzt so gehypt, weil es ein neues Action-Rollenspiel ist? Solange nicht mehr so richtig tolle Action-Rollenspiel rauskam, alle auf Diablo 4 gehypt sind und nicht warten wollen. Irgendwie so etwas. Die Entwickler haben es nicht verdient. Das Spiel ist immer noch ein großer Schmarrn. Also, ich würde sogar nur eine 50 geben. Die Hälfte geben. Weil, ja. Balancing-Probleme, Client-Probleme, diese Lags, Server-Crashes, alles mögliche. Einfach, die Story ist recht Müll. Dann, ja,
allgemein so die Sachen bei Wolken oder Wolzen sind halt, ja, echt nicht so toll. Aber es wird halt auch mega gehypt und deshalb ist auch die Enttäuschung so riesig. Also ich hype's ja schon ewig an. Ich habe das Spiel ja, als es noch Umbra hieß, schon gekauft damals. Anfänger von Wolken. Und da war es besser, das Spiel. Es wurde viel schlechter, das Spiel. Gefühl ist viel besser. War nicht so umfangreich natürlich, aber es war einfach besser gefühlt. Mehr Content. Das ist noch die große Open World Map, war die war so cool. Ich liebte es zu erkunden. Jetzt habe ich keine Lust mehr in Wolken überhaupt die Gegenden komplett zu machen. Zu erkunden. Das macht Last Epoch halt jetzt schon wirklich ein Jahr viel besser. Last Epoch ist einfach schon immer das viel bessere Spiel als Wolken. Diablo 3 und so. Und deshalb spiele ich das noch. Ich bin ja auch nicht so erfreut, wenn jetzt ein Spiel Probleme macht. Das ist eher dann nicht mehr so Spiel. Ja, ja, geht bitte, aber nicht im Sinne. Müssen die so laut reden. Diese kacke Italiener mit tollen Temperamenten. Ja, sie sind nicht kacke, aber es ist einfach viel zu temperamentvoll. Wir müssen natürlich allen in der Umgebung erzählen, was sie für Scheiße reiten. Das sind halt einfach nicht gerade so die braven Leute, sondern eher so die. Ja, ich liebe ja Italiener eigentlich. Wirklich charmant und eben temperamentvoll. Aber wenn sie es übertreiben, dann sind sie echt schlecht. Also wirklich Italiener, die man hasst. Hasst kann. Wird. Und nicht lieb, also nicht diese charmanten, diese asozialen Italiener. Ja, die haben ja momentan echt Probleme mit dem Coronavirus. Also, ich gedacht, dass Italien so viel schlimmer ist als der Rest von Europa. Ach nein, das ist so. Leiden leider auch. Wie wir in der Schweiz, alles wird abgesagt. Ja, keine Pause noch, Mensch. Aber es ist ja nicht mal ein schwerwiegender Virus. Es ist gar nicht mal tödlich. Ich glaube, ungefähr 1,2% aller Menschen sterben, die an Coronavirus erkrankt sind. Also wirklich den Coronavirus, was sie schon längere Zeit haben. Also, das ist gar nicht tödlich. Das ist eher ja, von den Medien halt viel zu weit getragen. So, was sollen wir denn nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, muss ich den Dochskin zuerst mal wissen. Ja, ich gehe direkt auf Looten. Aber die Wölfe werde ich trotzdem noch ein bisschen, ein paar Level einsetzen. So. Jetzt ist der Part ja auch schon zu Ende. Jetzt habe ich einen längeren Part natürlich. Aufnehmen kann. Zeit einfach nicht so finde. So viel Sport mache. Das ist einfach nur genau wichtig. Aber wow, das ist wieder richtig spaßig gewesen mit der Super Part. Also, richtig Spaß am Game. Ihr hoffentlich auch am Video. Ihr dürft es gerne auch selber mal zocken. Einfach mal ein bisschen selber auch investieren und spielen. Das empfehle ich. Ja, ich empfehle es natürlich sehr, das Spiel zu zocken. Aber ihr müsst auch ein bisschen frustriert sein.
bin zwar eben nicht so frustresistent, aber auch so unresistent wie die meisten Kollegen von mir. Was ich schon manchmal echt kritisiere, aber das ist ja auch berechtigt. Das hat halt einfach Probleme noch. Aber dafür ist es auch ein gutes Spiel. Heute ein Spiel fertig zu entwickeln, ist halt einfach zu schwer. Sie sollten endlich mal lernen, die Entwickler, wie sie ein Spiel zuerst fertig machen, bevor sie wieder neuen Content bringen. Ja, ja. Ah ja, wir müssen. Ja. Oder wir gehen jetzt einfach. Na, es war noch ein bisschen Zeit. Machen 30, ja, fast 30 Minuten Part. Weil wir müssen ja auch abgeben. Was ist jetzt los? Nein, ich hoffe, dass ich das nicht mache. Mein Körper sagt, ne, hör auf. Hör auf mit dem Ball. Ich bin müde. Nein, ich bin nicht müde. Sogar angespannt, wie heute Sport zu machen. Ja, auch erst 11 Uhr bald. So, Wölfchen haben wir auch wieder ein Level auf. Nicht so schnell. Wölfchen, Wölfchen. Wir gar nicht mehr am Boden aufgearbeitet. Gekracht ist, nur der Sound zu hören war. Ja, ja. Komm, vorwärts. Mit dem Laden. Ein Ambush? Wieso war der gleich? Escorted them to freedom. Following to shell. Follow. Was sind das für eine komische Musik? Das ist sehr von diesem Plan angebrochener, dass es sich verwandelt, ja, Void zu Void wird. Oh, ich wollte das nicht scannen. Hey, ich schon, also so extrem defensiv muss ich glaube ich nicht spielen, dass ich Boa brauche, weil die Minions, die bekommen einfach so einen mega Attack Speed Boost hier, glaube ich. Ja. Doch, ich skill schon das, ja. Mal schauen, ich kann nicht mehr mit reskillen. Einfach austesten müssen, das Spiel ist schon eigentlich sehr wichtig. So, einfach AOE. Ja, oh, ist ziemlich groß jetzt schon. Also größer geworden. Okay, ja. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss.